Viel Spaß. Danke, danke. Ich schaue mal, was ich zur späten Stunde noch so zustande bringe. ich darf euch Ihnen, ist das eigentlich wurscht, dann sage ich lieber euch, ein bisschen was zu Multi-Device Ecologies im Museum. Museen. Ja, zeigen. Wir haben hier an der FH seit Januar 2017 ein Forschungsprojekt, das nennt sich MeetUX. Multi-Device Ecologies Towards Elaborated User Experience. Ich habe es auswendig gelernt, weil der Antragstitel ist dann doch etwas sehr sperrig. Es geht im Endeffekt darum, dass ich das eigene Gerät, also mein eigenes mobiles Gerät, mit ins Museum bringe und in die dort schon teilweise existierende Device-Ökosystem, technische Infrastruktur des Museums halt integrieren kann. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum das eigene Smartphone integrieren. Hier habe ich ein tolles Bild gefunden. Was wir hier sehen, ist die Papstwahl 2005 und 2013. Sehr schön plakativ. 2005 sieht man so ein paar vereinzelte kleine Smartphones, also nicht Smartphones, Entschuldigung, also kleine mobile Geräte. Feature Phones haben sie damals geheißen, genau, danke. Wobei mittlerweile geht der Trend ja schon doch wieder in die Richtung, wenn man auf die Smartwatches geht, von der Größe des Displays. Und 2013, die Geräte werden größer, eigentlich pauschal betrachtet hat da fast jeder das Smartphone mit dabei. Und ich glaube, selbst wenn ich hier im Raum jetzt fragen würde, habt ihr euer Smartphone in der Tasche, wird wahrscheinlich der Großteil sagen, ja, habe ich. Das heißt, wir haben das Smartphone eh immer mit dabei. Und dann ist natürlich für uns aus der digitalen Welt, komme aus dem Bereich Medientechnologie, aus dem Institut für Creative Media Technologies hier an der Fachhochschule, ist natürlich naheliegend, dass wir sagen, warum sollen wir dann nicht das Smartphone auch mit nutzen, im Museumsbesuch klarerweise sinnvoll nutzen, nicht überall nutzen, dass es halt immer sein muss. Dass man es da halt sinnvoll integrieren und vielleicht auch was Persönliches wieder mitnehmen kann auf seinem Gerät. Wie so oft bei Anfängen von Projekten steht die Research und ich habe gesagt, wir haben jetzt mit Anfang dieses Jahres angefangen, wir haben jetzt gerade diese Research-Phase mehr oder weniger so abgeschlossen. Und in der Phase, das was ich jetzt mitgebracht habe, ist im Endeffekt eine Research über, was wird derzeit an Technologien, Technologiesachen in Museen eingesetzt. Es ist bitte kein Anspruch auf Vollständigkeit und es sind auch nicht alle Museen hier zu sehen, die wir uns angeschaut haben. Wir haben jetzt insgesamt derzeit Stand 39 Museen und Applikationen uns angeschaut, die in Museumskontexten genutzt werden. Davon haben wir 14 tatsächlich besucht. Und unser Fokus lag dabei auf tatsächlich interaktive Installationen, die in Museen genutzt werden. Größtenteils sind es nationale, klarerweise, weil europaweit ist das Forschungsprojekt dann doch leider nicht. Und ich habe eh gesagt, schon keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir haben diese ganzen Museen, Museumsinstallationen, nicht Museen, anhand von verschiedenen Kriterien evaluiert, einsortiert. Da ging es einerseits um die eingesetzten Konzepte, also was wird mit den Technologien gemacht, und andererseits um die Technologie, die verwendet wird. Und drittens haben wir uns dann noch die Zielgruppe angeschaut. Das war leider nicht so einfach für uns rauszufinden, rauszukristallisieren. Man sieht hier ein paar meiner Lieblingsmuseen. Das in der Mitte drin ist Oulu und Rovaniemi. Ich war im April in Finnland, habe ich dann gleich genutzt, um auch ein paar von sie mir anzuschauen. Deshalb sind die dann die drinnen. Das Interessante war, wenn zum Beispiel in Oulu, dass sie tatsächlich wirklich viel mit Sachen gearbeitet haben und auch mit einem Barcode, den man am Eingang bekommen hat und dann halt durchgehen konnte. Das war schon recht spannend. Das ist ja unsere Ergebnismatrix, wo wir im Prinzip einen kompletten Überblick haben über alle Museen und über alle Kategorien, die wir verwendet haben. Gibt es auch online auf unserer Webseite, die blende ich dann nachher noch ein. Das heißt, man kann ein bisschen interaktiv auch Zugriff nehmen. Diese hinterlegten Grauen, das sind die Museen, die wir tatsächlich selbst auch besucht haben. Man sieht es hier recht schön im Überblick, auch wenn man es nicht im Detail lesen kann. Ich habe die einzelnen dann noch mal kurz auf, aber der kleine Überblick. Unser Fokus ganz klar auf dem eigenen Gerät. Das heißt, wir haben schon versucht, Installationen, Museen zu finden, die das eigene Gerät nutzen. Deshalb 21 von den 39 tatsächlich auch das Bring Your Own Device mit drin als Tag. Und natürlich auch klarerweise dann im Gegenzug dazu Tablets und Smartphones ganz vorne, sage ich jetzt was Falsches, nein, was richtig sehen, Tablets und Smartphones ganz vorne. Das ist natürlich, es ist kein Ergebnis, wo ich sage, es werden halt nur Tablets und Smartphones genutzt, weil einfach wir auch in die Richtung ganz klar gesucht haben.
um ein bisschen ein Gefühl und ein bisschen mehr in die Insights zu bekommen, habe ich ein paar Beispiele auch mitgebracht. Wenn wir uns die Konzepte anschauen, die verwendet werden, wir haben es so sortiert, dass wir gesagt haben, okay, bring your own device, das ist für uns relevant, interessiert uns. Dann haben wir geschaut, wo wir Navigationskonzepte benutzt, wo kann ich also mich von einem Punkt zum anderen, von einem Objekt zum anderen routen lassen. Die Location ist, wird innerhalb der Applikation, innerhalb der Museumsinstallation die Position des Users herausgefunden. Personalisierte Sachen, kann ich also irgendwas mitnehmen? Kann ich zum Beispiel irgendwie, das ist das Beispiel, dann einen Blumenstrauß zusammenstellen. Das kann mir irgendwas für mich anpassen und das halt dann mitnehmen. Kollaboration, kann ich mit anderen Leuten interagieren. Accessibility ist für uns im Projekt auch ein wichtiger Punkt. Ist es nutzbar, zum Beispiel auch für Sehbehinderte, wurde da aufgepasst. Augmented Reality und Virtual Reality hört man mittlerweile sehr häufig, dass das alle wollen. Wird also auch schon ein bisschen genutzt. Storytelling ist, wenn irgendwie so ein Charakter sich durchzieht, eine Story irgendwo mit benutzt wird, gibt es auch schon einzelne Beispiele. Social Activities, klarerweise Sharen. Ja, Facebook Sharen, Twitter integrieren. Und Games und so, werden Games genutzt, das ist auch sehr häufig, dass irgendwelche Gamification-Aspekte drin sind oder überhaupt Spiele mit integriert werden. Dass man sich das ein bisschen bildlicher vorstellen kann. Hier eigentlich fast das einzige wirklich klassische Beispiel in Richtung Accessibility, was wir gefunden haben, in der Albrechtsburg, meistens von den Kollegen von FluxGuide. Foto. Da ist eine Applikation, also eine Handy-Applikation, wo tatsächlich wirklich für Taube die Zeichensprache, die Videos mit Zeichensprache abgespielt werden können und abgespielt werden. Die nächste FluxGuide-Installation, die sehr häufig vertreten sind bei uns, das Deutsche Technikmuseum, ist ein schönes Beispiel für Game. Da wurde auch Wert gelegt auf die, also das sind Quizzes, wo auch zum Beispiel Schulklassen durchs Museum durchgeführt werden und dann Quizzes beantworten können. Wobei halt für uns sehr viele Texte zugetroffen sind, aber für uns ist ja wirklich ein schönes Beispiel für Game. Die Augmented Reality ist bei entsprechenden Kelten, das ist ein Museum in Hallein. Ein tolles Beispiel, wo halt mit Markern im Museum, das erste Marker ist außerhalb vor dem Museum, den man halt mit dem eigenen geht, trackt und dann kommt der entsprechende Kelte, der halt durch die ganze Story so begleitet und erzählt halt zur Geschichte was. Und das letzte Beispiel hier ist auch Personalisierung, wo man sich zum Beispiel so ein Blumenbouquet im KHM-Museum zusammenstellen kann. Also man sieht eigentlich in dem Bereich, es wird wirklich schon sehr viel gemacht. Und das hier sind jetzt alles Beispiele auch, wo das eigene Gerät, wo die Applikation am eigenen Gerät im Mittelpunkt steht. Bei den Techniken, die für uns auch ziemlich interessant waren, zu schauen, ja, was für Devices werden verwendet, was für schon außerhalb auch Smartphones und Tablets, weil die stechen hier ganz klar hervor. Die Smartwatch, es gibt ein einziges Beispiel, das war aber auch ein Prototyp, muss man sagen, der ist nicht dauerhaft im Museum zu sehen, aber ich fand das Beispiel so toll und war selbst auch da, deswegen, weil ich selbst jetzt Smartwatch-Nutzer bin und über die Bildkamera sinnvoll einsetzen, ist es mit reingerutscht in die ganze Auswertung. Es werden relativ viele Touch-Displays im Museum schon eingesetzt, mit denen der User interagieren kann. Touch-Tables durchaus immer wieder mit den 7. Vertical-Displays sind halt so Beamer oder auch große Displays, die einfach von der Ferne nur anzusehen sind, mit denen ich nicht interagieren kann, die auch sehr häufig verwendet werden. Horizontal werden Displays, die halt wie Touch-Tables sind, nur nicht touchbar sind. VR-Glasses gibt es ein paar benutzt werden und Kinect ist auch schon durchaus immer häufiger auch zu sehen im Museum oder zu benutzen im Museum. Andere könnten zum Beispiel Drucker, Scanner, die haben wir gefunden, solche Sachen sein, die halt unter anderem anfallen, die wir nicht separat mit aufgeführt haben. Bildlich gesprochen, mein Lieblingswerk, die Smartwatch im Markantwerk, wo ich halt allein mit der Smartwatch durchgehen konnte und bestimmte Stationen hatte, wo ich dann die Informationen auf die Smartwatch getriggert werden konnte. Ob das jetzt wirklich aus meiner Sicht die Zielstellung ist, dass ich alles auf das Smartwatch schaue, weil das Display ja nur noch kleiner ist, das
stelle ich mal in Frage, aber die Smartwatch als Trigger, als Informationspunkt, dass ich sage, da gibt es was Neues, ohne dass ich jetzt irgendwie das Handy ständig vor mir hintragen muss, das ist, glaube ich, schon interessant, vielleicht der Ansatz. Die Space Guard Academy haben wir nicht besucht, aber ist ein schönes Beispiel aus Amerika, wo auch mit Storytelling schön durch die Ausstellung gearbeitet wird. Hier wird viel mit Touch-Displays, Horizontal-Displays, Touch-Tables, Vertical-Displays gearbeitet. Das eigene Gerät oder überhaupt das Smartphone selbst, Tablet, wird allerdings nicht integriert. In Amerika an sich sind sehr viele interessante Sachen da, leider Gottes ist der Weg über den Teich zu machen. Ein Beispiel aus Honolulu, wo unten dieser Tisch, man muss gerade im Prinzip Brücken über den Fluss bauen. Und da sieht man auch den einen Marker hier. Sieht man mal im Ostteil, ja. Und dann die Marker kann man halt über den Tisch verteilen, über den Fluss verteilen und oben im Display oben sieht man dann im Prinzip die Brücken, wie die ausschauen. Recht nette Spielerei. Aber in dieser Ausstellung wurde halt auch ziemlich viel, das war ein Science Center, wurden viele Techniken genutzt, aber auch das eigene Smartphone blieb außen vor. Und ein Beispiel für eine reine Tablet-Applikation ist zum Beispiel Mumak, wo ich das Tablet ausleihen kann und dann durch das Museum gehe und dann an den Ausstellungsstücken halt Informationen zu bekommen. Ja, so viel zu dem, was es schon gibt. Und jetzt ein bisschen noch in die Richtung, ich bin über die Zeit sehe ich. Ein bisschen noch in die Richtung, was wollen wir eigentlich machen? Wir stehen momentan in der Zeit, dass wir momentan an dem Punkt, dass wir sagen, wir wissen, was wir für ein technisches Grundsetting haben wollen und bauen gerade das technische Setting, implementieren die Applikationen für die Handys, die wir brauchen, die Schnittstellen für Gesamtserver und auch die Interaktion zwischen eigenem Gerät und Smartphone, Tablet und den anderen Geräten. Und wie das zum Beispiel aussehen könnte, im Mittelpunkt klarerweise unser Smartphone. Beim Eingang wird das Gerät registriert und dann gehe ich halt mit meinem Smartphone durchs Museum und dann komme ich an einem Ausstellungsstück vorbei, in Dino. Ich habe gerade eben gehört, dass man Dinos in Folien sehr stark sich wieder erinnert. Schauen wir mal. Dann komme ich an dem Ausstellungsstück vorbei und mein Handy sagt mir, okay, da gibt es was und ich könnte zum Beispiel jetzt am Handy den Dino in Augmented Reality zum Leben erwecken und dort halt nicht nur Augmented Reality, aber zusätzliche Informationen anschauen. Sachen, die ich halt so im Museum selbst nicht unbedingt jetzt machen könnte. Weitergegangen im Museum komme ich dann an einem Touchstand vorbei, kann mit denen interagieren, da könnte ich zum Beispiel Spiele machen, Kollaborationen mit anderen, um da ein bisschen mehr Interaktion mit reinzubringen, mehr Wissen zu vermitteln, auf spielerische Art und Weise. Und als letztes ist es die dritte Komponente, die für uns im Mindestsetting drin ist, was wir definiert haben für uns. Info-Walls, Beamer, wo ich halt auf einer großen Fläche nicht direkt mit interagieren kann, aber zusammen mit dem Smartphone eventuell zum Beispiel auch einen Rückkanal zur Visualisierung geben kann, Datenvisualisierung, die ich halt einbringe. Jo, das ist so unsere Grundidee. Was für uns noch komplett offen ist, sind im Prinzip die Inhalte. Das haben wir noch nicht definiert, wir haben Ideen dazu. Aber wir sind immer noch am Anfang des Projektes und sind dementsprechend auch noch auf der Suche nach interessanten Kooperationspartnern und haben ein Advisory Board, wo wir uns zweimal im Jahr treffen. Das nächste Meeting ist jetzt im Oktober. Sollte hier im Raum jemand Interesse haben, gerne mit dazukommen und bei uns melden, bei mir melden, mit mir dann sprechen. Und ja, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Gut. Ja, danke Kerstin. Ja, wie gesagt, sieht ihr da ein Haus hier an der FH in St. Pölten. Deswegen hat sie auch gleich als erstes quasi eröffnen dürfen. Wie man auch erkennt, also der Netzpolitische Abend ist ja Teil eines großen Ganzen. Dieses Mal, weil es im Rahmen des Kulturhackathons hier eine Abendveranstaltung ist. Und ja, dann werden wir auch sehen, wie die anderen ganz gut da reinpassen. Jetzt wollte ich noch im Publikum fragen, wer noch Fragen hat, bitte. Gar keine. Ja, bitte. Danke. Nimm das Mikro, bitte. Habt ihr eigentlich auch
ganz knapp. Nicht so. Aber sie haben ja alle nicht die Implementierungszeitpunkt von solchen technologischen Varianten und solchen einzelnen Institutionen irgendwie auch korreliert quasi in so Trendzyklen. Weil nämlich im Bibliotheksbereich ist irgendwie kommt, aber ich habe den Eindruck, dass so sehr stark verschoben implementiert wird. Also da ist der Trend nach dem Ablauf und da kommt es erst, das eigentlich steht es und aufgesetzt. Na, das haben sie sich angeschaut, weil uns dafür auch irgendwo die Daten fehlen. Und vom Grunde her ein Projekt auch nicht wirklich für uns Relevanz hat. Also ein Projekt ist im Prinzip schon klar vordefiniert durch einen Antrag, dass wir sowas machen. Von dem her stellen wir es nicht in Frage. Keine Äußere. Wobei natürlich zu merken ist, wenn man sich die Auswertung anschaut, dass halt schon man schon ein bisschen hinterherhinkt. Aber das ist, glaube ich, im normalen alltäglichen Bereich immer der Fall. Dass man irgendwo, bevor es dann tatsächlich bei dem echten Endnutzer ankommt, dass halt eine Zeit extrem vergeht. Ja. Wenn wir jetzt zum Beispiel über Smartwatches reden im Allgemeinen, das gibt es schon seit Jahren und so langsam geht es los, aber ich würde es immer noch nicht sagen, dass es beim Endnutzer oder beim tatsächlichen Endnutzer angekommen ist, sondern dass die Nutzer, die das jetzt nutzen, auch immer noch vermutlich Early Adopter sind. Ja. Und deswegen glaube ich schon, dass das vollkommen genauso ist, dass es halt Zeit lang braucht. Und ehe wir fertig sind, vergehen auch 3 Jahre. Und auch dann wird es immer noch vermutlich nicht so weit sein, dass das irgendwo alltäglich ist. Und ich glaube auch nicht, dass das für jedes Museum tatsächlich sinnvoll ist, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man schaut, passt es da rein und wie passt es wirklich sinnvoll rein. Inhalte zu verdoppeln ist zum Beispiel nicht sinnvoll, sondern es muss wirklich einen Nutzen und einen Mehrwert haben, um das zu implementieren und zu integrieren in die Ausstellung. Koppelt ihr eure Arbeit auch dann an Vermittlungskonzepte oder entwickelt ihr Vermittlungskonzepte auf die Technologien, die ihr dann da vorschlagt? Das ist nie unsere Kompetenz, ganz klar. Da hoffen wir auf, im Prinzip, wir haben, um die Zeitleistung ein bisschen greifbar zu machen, wir haben jetzt im ersten Jahr im Prinzip das Grundkonzept und die ersten Grundideen geplant. Im zweiten Jahr ist eine Implementierungsphase geplant, die dann getestet wird hier im sicheren Umfeld der FH. Als Installation und im dritten Jahr ist eine Implementation im Museum, also im echten Leben dann draußen geplant, wobei noch nicht feststeht, welches Museum es sein wird. Wir sind angewiesen auf dann die Wissensvermittler im Museum, weil die Kompetenzen haben wir nicht im Team, sodass wir da definitiv auf Externe angewiesen sind, ist klar. Das ist nicht unsere Kompetenz, sollten wir nicht sagen, dass das unsere Kompetenz ist. Noch eine Frage. Okay. Dann herzlichen Dank, Kerstin.